Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des 34. und damit letzten Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, wie schon am vorletzten Spieltag, auch am letzten Spieltag alle 9 Spiele zur gleichen Zeit und zwar am Samstag um 15:30 Uhr. Ja, fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel und zwar empfängt der HSV den FC Schalke 04. Ja, dieses Duell gab es bislang 98 Mal, 36 Mal konnte der HSV gewinnen, 23 Mal gab es ein Unentschieden und 39 Mal konnte Schalke gewinnen und die Bilanz in Hamburg. Bei 47 Spielen gab es 23 Siege für die Hamburger. 13 Unentschieden und 11 Mal konnten die Schalker in Hamburg gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde endete mit einem 0:0 Unentschieden in Gelsenkirchen. Ja, die Situation in diesem Spiel ist ganz klar. Der HSV muss gewinnen. Wollen sie noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben? Ja, für den FC Schalke 04 ist diese Partie eigentlich bedeutungslos. Sie haben sich bereits für die Europa League qualifiziert. Und ja, wir werden ja gespannt zu sehen bekommen, wie ernst die Schalker diese Partie nehmen. Und es ist auch schwer zu sagen, also ob sie dieses Spiel wirklich sehr ernst nehmen. Also ich erwarte den HSV auf alle Fälle ja sehr offensiv. Sie müssen das Spiel gewinnen. Und ja, wenn man sich so anschaut, wie Schalke die letzten Spiele gespielt hat, auch wenn sie zuletzt gegen Paderborn gewonnen haben, war es ein sehr glücklicher Sieg. Denke ich, dass der HSV da durchaus Chancen hat. Sie mussten ja eine bittere 1:2-Niederlage in Stuttgart hinnehmen. Ja, und ich glaube, der HSV wird zumindest dieses Spiel gewinnen. Ob sie dann die Klasse halten können, hängt dann natürlich auch von den anderen Ergebnissen ab. Also sie brauchen natürlich fremde Hilfe, um dann auch den Klassenerhalt zu schaffen, beziehungsweise die Relegation vielleicht noch zu erreichen. Und ja, aber ich erwarte zumindest, dass sie ihren Teil dazu beitragen und hier Schalke mit 2:1 bezwingen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und ja, auch dieses Duell ein Abstiegsduell und zwar der SC Paderborn empfängt den VfB Stuttgart. Ja, dieses Duell gab es bislang 3 Mal und ja, kein einziges Mal konnte Paderborn gegen Stuttgart gewinnen. Einmal gab es ein Unentschieden und 2 Mal konnten die Stuttgarter gewinnen. Und bisher gab es ein einziges Spiel, das in Paderborn stattgefunden hat, und das haben die Stuttgarter gewonnen. Ja, das Spiel in der Hinrunde endete mit einem 0:0 Unentschieden. Die Stuttgarter haben in der letzten Runde einen ganz, ganz wichtigen 2:1-Heimsieg gefeiert und können zumindest aus eigener Kraft einmal die Relegation sichern und sie könnten vielleicht sogar die Klasse halten, dementsprechend ja, wie die anderen Spiele ausgehen werden, aber sie müssen auch aufpassen, dass sie nicht noch zurückfallen. Ja, für den SC Paderborn wird es schwer, rechnerisch wäre der Klassenerhalt noch drin, aber ja, praktisch ist es sehr schwer aufgrund des schlechten Torverhältnisses. Das einzig Realistische wäre die Relegation für Paderborn. Sie müssten auf alle Fälle gewinnen gegen Stuttgart und dann noch hoffen, ja, auf die anderen Ergebnisse, dass sie dementsprechend ausfallen, dass sie dann noch auf den 16. rankommen. Ja, ich denke, beide Mannschaften werden hier offensiv spielen, werden hier auf 3 Punkte spielen. Aber am Ende denke ich, dass sich die Stuttgarter hier durchsetzen werden, die zuletzt ja wirklich sehr gut gespielt haben, vor allem offensiv. Und ja, ich glaube, es wird nicht reichen für den SC Paderborn und ich tippe hier auf einen 2:1 Auswärtssieg für den VfB Stuttgart. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar zu Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, dieses Duell gab es bislang 60 Mal, 21 Mal konnten die Frankfurter gewinnen. 13 Mal gab es ein Unentschieden und 26 Mal konnte Leverkusen gewinnen. Und die Bilanz in Frankfurt bei 30 Spielen gab es 15 Siege für die Frankfurter, 4 Unentschieden und 11 Mal konnte Leverkusen in Frankfurt gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde endete mit einem 1:1 Unentschieden. Ja, dieses Duell ist eigentlich, ja, aus Sicht für beide Mannschaften bedeutungslos. Leverkusen ist ja schon fix auf den 4. Platz, hat sich damit für die Champions League Qualifikation ja, qualifiziert.
Und auf der anderen Seite für die Eintracht, sie sind im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Es geht wahrscheinlich nur noch darum, sich ja, standesgemäß vom Publikum zu verabschieden. Ich erwarte hier sicherlich kein hochklassiges Spiel, je nachdem, wie ernst beide Mannschaften dieses Spiel nehmen. Und ich tippe hier mal auf ein 1:1 Unentschieden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu Köln gegen Wolfsburg. Ja, dieses Duell gab es bislang 22 Mal. 5 Mal konnten die Kölner gewinnen, 5 Mal gab es ein Unentschieden und 12 Mal konnte Wolfsburg gewinnen. Ja, und die Bilanz in Köln: bei 11 Spielen gab es 3 Siege für die Kölner, 3 Unentschieden und 5 Mal konnte Wolfsburg in Köln gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde haben die Wolfsburger zu Hause mit 2:1 gewonnen. Ja, in diesem Duell für die Kölner geht es eigentlich um nichts mehr. Sie haben es schon die Klasse gesichert. Ja, für die Wolfsburger geht es noch um den zweiten Platz. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie wichtig der ihnen wäre, denn ja, in einer Woche später findet ja dann das wichtigere Spiel für die Wolfsburg statt, das Cupfinale gegen Dortmund. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Wolfsburger den einen oder anderen Starter schonen werden, um sicher zu gehen, dass sie im Finale in Bestbesetzung antreten können. Und ja, deswegen tippe ich hier mal auf ein ja doch unspektakuläres 0:0 Unentschieden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu Bayern München gegen Mainz. Ja, dieses Duell gab es bislang 19 Mal. 14 Mal konnten die Bayern gewinnen, 2 Mal gab es ein Unentschieden und 3 Mal konnten die Mainzer gewinnen. Und die Bilanz in München: bei 10 Spielen gab es 8 Siege für die Bayern, ein Unentschieden und ein einziges Mal konnten die Mainzer in München gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde haben die Bayern in Mainz mit 2:1 gewonnen. Ja, auch dieses Spiel bedeutungslos aus Sicht für beide Mannschaften. Bayern bereits Meister, Mainz auch im Mittelfeld der Tabelle angelangt. Ja, die Bayern in den letzten Spielen lief es nicht so gut, mussten sich ja auch Kritik gefallen lassen wegen Wettbewerbsverzerrung aufgrund der ja, letzten Ergebnisse. Und deswegen denke ich, dass die Bayern in diesem Spiel, obwohl es für sie um nichts mehr geht, durchaus motiviert hineingehen werden. Ich denke, sie werden zeigen, ja, dass sie noch was drauf haben, vor allem im letzten Spiel, sich nochmal ja, sehr gut vom Publikum zu verabschieden und ja, vielleicht den Schwung dann in die nächste Saison mitnehmen. Und ich erwarte hier einen 2:0-Sieg für die Bayern. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell, und zwar zu Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Ja, dieses Duell gab es bislang 9 Mal. 3 Mal konnten die Gladbacher gewinnen, 3 Mal gab es ein Unentschieden und 3 Mal konnte Augsburg gewinnen. Und die Bilanz in Gladbach: bei 4 Spielen gab es 2 Siege für die Gladbacher, ein Unentschieden und einmal konnten die Augsburger in Mönchengladbach gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde haben die Augsburger zu Hause mit 2:1 gewonnen. In diesem Duell sehe ich doch die Gladbacher klar voran. Ja, die Augsburger mussten zuletzt zu Hause eine Niederlage gegen Hannover einstecken, gegen einen Abstiegskandidaten. Wie gesagt, die Rückrunde lief es überhaupt nicht gut für den FC Augsburg. Sie brauchen ja zumindest noch einen Punkt, um damit den 6. Platz zu fixieren. Ansonsten droht ihnen Dortmund da vorbeizuziehen, wenn sie verlieren und Dortmund gegen Bremen gewinnt. Ist Dortmund aufgrund des besseren Torverhältnisses auf alle Fälle Sechster. Ja, der 7. Platz könnte eventuell auch noch für die Europa League reichen, und zwar wenn der VfL Wolfsburg das Cupfinale gewinnt, dann bekommt der 7. auch einen Europa League Startplatz. Aber ich denke, die Augsburger wollen sie sich sicher nicht darauf verlassen. Und sie werden hier sicherlich versuchen, in Gladbach was zu holen. Aber ich befürchte nicht, dass das möglich sein wird, denn ja, Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde ziemlich stark, vor allem zu Hause. Und ich denke, ja, sie wollen sich in diesem letzten Spiel nochmal von ihrer guten Seite präsentieren. Und ja, die Gladbacher wiederum haben ja auch noch theoretische Chance, die Wolfsburger noch vom 2. Platz zu verdrängen. Ich denke, das wird sicherlich auch noch eine Motivation sein für die Gladbacher. Und ich gehe hier von einem klaren 3:0-Sieg für Borussia Mönchengladbach aus. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell, und zwar zu Hoffenheim gegen die Hertha. Ja, dieses Duell gab es bislang 9 Mal. 3 Mal konnte Hoffenheim gewinnen, 2 Mal gab es ein Unentschieden und 4 Mal konnte die Hertha gewinnen.
Und die Bilanz in Hoffenheim: bei 4 Spielen gab es einen Sieg für die Hoffenheimer, einen Unentschieden und zweimal konnte die Hertha in Hoffenheim gewinnen. Das Duell in der Hinrunde haben die Hoffenheimer ganz klar mit 5 zu 0 gewonnen. Ja, auch in diesem Duell für die Hoffenheimer geht es um nichts mehr eigentlich. Auf alle Fälle, ja, wird's nicht leicht. Ich meine, theoretisch könnte Hoffenheim vielleicht noch den 7. Platz erringen, aber das ist auch nur theoretisch. Also da müssten sie auch auf einige Hilfe hoffen. Ich denke, ja, das wird natürlich sehr schwer und für die Hertha geht es natürlich auch noch gegen den Abstieg. Ja, die letzten Spiele lief es nicht so gut, auch von den Ergebnissen her, und sie brauchen auf alle Fälle zumindest einen Punkt, um da nicht zu zittern, und ich glaube, sie werden ihn holen. Ich denke, ja, da ist auf alle Fälle ein Punkt drinnen und ich tippe hier mal auf ein 1:1 Unentschieden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell, und zwar so Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Ja, dieses Duell gab es bislang 99 Mal. 41 Mal konnten die Dortmunder gewinnen. 16 Mal gab es ein Unentschieden und 42 Mal konnte Bremen gewinnen. Und die Bilanz in Dortmund: bei 50 Spielen gab es 31 Siege für die Dortmunder, 9 Unentschieden und 10 Mal konnte Werder Bremen gewinnen. Ja, das Duell in der Hinrunde haben die Bremer zu Hause mit 2:1 gewonnen. Ja, wie schon vorher angesprochen, die Dortmunder haben noch Chancen, sich das direkte Ticket für die Europa League zu sichern, wenn sie Bremen schlagen, und falls Augsburg in Gladbach verliert, ziehen sie an den Augsburgern vorbei und können oder müssen sich dann nicht auf das Cup-Finale konzentrieren oder müssen das Cup-Finale nicht gewinnen, um sich für die Europa League zu qualifizieren. Und ich denke, das wäre den Dortmunder auf alle Fälle lieber. Ja, und trotzdem, selbst wenn sie nicht an den Augsburgern vorbeikommen, könnte der 7. Platz auch noch reichen. Deswegen wäre es wichtig, dass sie hier gewinnen. Für die Bremer, wie schon ähnlich wie bei den Hoffenheimern, auch nur ja, theoretische Chancen vielleicht noch auf den 7. Platz, der unter Umständen auch reichen könnte zur Europa League. Deswegen werden die Bremer das sicher versuchen, auch etwas zu holen. Aber ich glaube, Dortmund, ja, in den letzten Spielen haben sie doch wieder zu ihrer alten Stärke zurückgefunden, und deswegen tippe ich hier mal auf einen 3:1 Heimsieg für die Dortmunder. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Duell zwischen Hannover 96 und dem SC Freiburg. Ja, dieses Duell gab es bislang 32 Mal. 8 Mal konnte Hannover gewinnen, 13 Mal gab es ein Unentschieden und 11 Mal konnte Freiburg gewinnen. Ja, und die Bilanz in Hannover: bei 16 Spielen gab es 6 Siege für Hannover, 6 Unentschieden und 4 Siege für die Freiburger. Ja, und das Duell in der Hinrunde, der endete mit einem 2:2 Unentschieden in Freiburg. Ja, auch dies ein Abstiegsduell. Für beide Mannschaften geht es noch um einiges. Beide könnten sich mit einem Sieg die Klasse sichern, aber beide können auch mit einer Niederlage noch unten reinrutschen, beziehungsweise auch mit einem Unentschieden können es für beide nochmal eng werden, je nachdem, wie die anderen Mannschaften spielen. Das wird auf alle Fälle ein sehr interessantes Duell. Ich erwarte sicherlich ein sehr kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben ja in der letzten Runde gewonnen, die Freiburger zu Hause gegen Bayern und Hannover auswärts in Augsburg. Und ja, beide zuletzt doch mit einer leicht aufsteigenden Tendenz, würde ich sagen. Deswegen können wir sicherlich ein sehr spannendes und gutes Spiel erwarten. Und ja, Hannover spielt zu Hause, aber ja, ich weiß nicht, die letzten Spiele haben sie es immer verabsäumt, Führungen ja, zu halten oder auszubauen, und mussten dann immer wieder den Ausgleich kassieren, obwohl sie eigentlich gut gespielt haben. Und ja, auch die Freiburger, ja, in den letzten Spielen um einiges besser, und ich tue mich schwer, hier da auf einen Sieger zu tippen. Deswegen tippe ich hier mal auf ein Unentschieden und sage, das Spiel geht 2:2 aus. Ja, aufgrund meiner Ergebnisse, die ich jetzt getippt habe, würde ja, der SC Paderborn und der HSV trotz eines Sieges gegen Schalke absteigen, und Hannover müsste dann in die Relegation. Aber wie gesagt, das ist alles knapp. Da wird es dann auch auf das Torverhältnis ankommen. Ja.
Das ist so, wieso würde dann, das wären dann meine Absteiger und der Relegationsplatz aufgrund meiner Ergebnisse. Ja, und jetzt meine Frage an euch, wie tippt ihr diese Spiele? Wie glaubt ihr, werden diese Spiele ausgehen und wer glaubt ihr, wird am Ende absteigen? Welche zwei Mannschaften und wer muss in die Relegation? Ja, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.